Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Monkey Island 4. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder komplett mit der ganzen Steuerung klarkommen, aber das werden wir schon irgendwie gemeinsam hinbekommen. Ja, wir wollten uns den Köderladen angucken, genau. Und hier draußen stehen ja auch schon einige Köderkörbe, oder? Verrottete Fische steht da unten. Da will ich mal eben kurz gucken, wie geht das nochmal? So und dann so, ne? Moment, halt, nee, einfügen, ne? Ach nee, einfügen war das Menü. Okay, Entschuldigung. Einfach nur Enter, ne? Es gibt nichts Schöneres als den Geruch von verdorbenem Fisch in der Morgensonne. Wenn du das sagst, kann man das nicht auch nehmen? Warte mal, wie ist denn nehmen? Pick up? Oh, nein. Ah ja, okay. So, also mit P ist dann nehmen. Ja, ich glaube, wir betreten einfach mal den Laden und gucken, was uns da drin so erwartet. Ich mag die Musik übrigens. So. Hier riecht es nach totem Fisch. Ich habe 9 Sorten toten Fisch. Wie wär's? Ach, der General von Frontschweine. Ach, alles schöne Stimmen in diesem Spiel, das mag ich. Ein Termitenzirkus. Wow, sieh dir diesen süßen Termitenzirkus an. Wie ein Flohzirkus. Nur mit Termiten. Mit 3 Termiten. Ja, sehr interessant. Darf ich denn jetzt hier wieder raus? Das war wirklich aufregend. Ja, total. Kann ich die eigentlich nehmen? Warte mal, weiß zwar nicht warum, aber versuchen wir es mal. Bitte lass meine Termiten in Ruhe. Sie sind außerordentlich temperamentvoll, weißt du? Sie hassen es, wenn man sie stört. Oh, das wusste ich nicht. Okay, vielleicht kann man da trotzdem noch was machen. Kostenlose Köder, die nehmen wir doch mal mit. Mhm. Was, sagt er irgendwas dazu? Ne, Verwende habe ich jetzt hier schon. Ja, einstecken sollst du das. Wie ging das denn nochmal? Auch mit P, ne? Ja. Gut. Ein riesiges, stinkendes Fass mit Probeködern. Eingelegt in einer übel riechenden Marinade. Okay. Angelruten. Oh, eine Epinephilus 3000 Harpune mit Bambuskern. Ich denke, eine Angelrute. Jetzt redet er von einer Harpune. Na gut, können wir die nehmen? Nein. Ich wüsste nicht wofür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es eines Tages übers Herz bringe, arme, unschuldige Würmer auf einen Haken zu spießen. Ah ja. So, dann haben wir noch Kaviar. Kaviar? In einem Köderladen? Oh, so werde ich meine abgelaufenen Köder los. Yeah. Wie sie her? Jetzt macht er nichts. Na gut, dann nehmen wir den mit. Selbst wenn ich Kaviar mögen würde, könnte ich dieses Zeug nicht essen. Okay, er will das nicht. Regale mit Anglerbedarf. Übelflossenlockstoff. Ah ja. Sprich mit dem alten Seebär. Das können wir auch noch gleich machen. Haben wir doch hier mehr hier vorne. Bisher nicht. Hier noch was? Fässer mit Ködern. Ich sehe aber nur 5 Sorten Fisch. Das ist nur ein Teil unserer Kollektion. Ah ja. Dann kannst du auch noch was von nehmen. Lieber nicht. Gut, haben wir hier noch was? Das Messer dazu? Schneidebrett. Ich denke, hier bin ich richtig. Besser nicht. Das Messer, das sieht so hervorstechend aus, aber kann er nicht nehmen. Auch das Hackebeil nicht, ne? Termitenzirkus. Ich glaube, mit dem Termitenzirkus ist auf jeden Fall noch was. Fischköpfe. Ich habe noch nie so viele leblose Augen gesehen. Nimm mal. Wenigstens nicht seit meiner Hochzeitsfeier. Okay. Was soll ich mit einem Fischkopf über den Kamin hängen? Zum Beispiel. Na gut, dann reden wir mal mit dem alten Seebären. Seeräuber. So, Seeräuber. Okay. Verzeihung. Ja? Eine Erkältung? Aha. Haben Sie auch Köder, die sich eine Erkältung fangen können? Nein. Naja. Haben Sie auch Köder, mit denen ich einen Tiger fangen könnte? Haben Sie auch Köder, mit denen ich einen Tiger fangen könnte? Nein. Haben Sie auch Köder für einen Dieb? Nein. Führen Sie Köder für Rotbarsche? Zum letzten Mal. Oh ja, das kostenlose Zeug da drüben müsste funktionieren. Hab dich. Okay. Na, wie gehen die Ködergeschäfte? Ach, beschissen. So riecht's auch. Nein, wirklich, es ist schrecklich. Ja. Glauben Sie nicht, dass es gut fürs Geschäft wäre, wenn Sie gelegentlich ein Fenster öffnen würden? Mann, das habe ich versucht. Hat es geholfen? Nein, er stinkt immer noch. Im Gegenteil. Seitdem bleiben sogar meine Stammkunden aus.
aus. Hey, das war der Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass hier etwas Seltsames vor sich geht. Ja. Etwas Seltsames? Was denn? Nun, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber ich könnte schwören, dass Luke Ryland immer piratenfeindlicher wird. Wirklich? Inwiefern? Nun, wir werden belagert. Von feindlichen Eroberern? Schlimmer! Und Touristen. Blech. Oh Gott! Heute sind nicht viele von diesen Typen unterwegs. Aber wenn du eine Woche wartest, sprießen sie wie Algen an einem verschmutzten Strand. Tja, sie haben alteingesessenen Seeräubern völlig neue Geschäftsfelder aufgezwungen und einige unserer blutrünstigsten Piraten dazu gebracht, ihre Lebensgewohnheiten zu überdenken. Und ich, der Besitzer des besten Köderladens der Insel, betreibe einen dämlichen Termitenzirkus. Dass meine einzige Chance ist, an den Zaster dieser Touristenbrut zu kommen. Und? Läuft die Sache? Nicht sehr gut. Insekten schrecken Touristen anscheinend ähnlich stark ab wie Fischsterne. Aha. Okay. Erholt sich der Ködermarkt inzwischen? Er hat doch gerade eben erst nachgefragt. Na, erholt sich der Ködermarkt inzwischen? Nein, er stinkt immer noch. So, genau, den suchen wir ja. Wissen Sie etwas über einen nasenlosen, diebischen Piraten? Nun, die Beschreibung passt auf Pegnus Pete. Sie kennen ihn? Das ist ein Witz sein. Jeder Idiot auf Luca Island kennt Pegnus Pete. Wer ist das? Wer ist das? Oh, er ist der berüchtigste Dieb von Luke Ryland. Er wurde nie gefasst und seine Beute wurde nie entdeckt. Ah, und sein wahres Gesicht, abgesehen von seinem Markenzeichen der falschen Nase, hat noch nie jemand gesehen. Ich kenne sein wahres Gesicht. Ist kein schöner Anblick. Ja klar. Und ich kenne einen Fadenwurm, der komplexe Infinitesimalrechnungen löst. Wo finde ich den Kerl? Ja, wahrscheinlich ist das... Ja, der hat wahrscheinlich sein Versteck da irgendwo draußen im Sumpf und da brauchen wir die Karte für. Ich meine mich nämlich noch zu erinnern, dass wir irgendwie mit einer Karte und so einem Paddelboot irgendwie durch den Sumpf schippern müssen. Wo finde ich den Kerl? Ach, du kannst ihn nicht finden. Niemand kann das. Angeblich versteckt er sich irgendwo im Herzen der Sümpfe der verlorenen Zeit. Großartig, ich bin schon unterwegs. Aber niemand hat bisher einen Weg durch die Sümpfe gefunden, ohne sich zu verirren. Sie sind verflucht. Verdammt, schon wieder ein Fluch. Ja, genau. Das haben wir gehört. Wie hat er die Nase verloren? Das ist eine gute Frage. Wie hat er seine Nase verloren? Oh, das ist eines der dunkelsten Geheimnisse von Luke Ryland. Es gibt Leute, die glauben, dass eine Ente den Gesichtserker von Pegnus auf dem Gewissen hat. Ich glaube aber eher, dass sich eine Schule wild gewordener Flundern mit seinen Zinken aus dem Staub gemacht hat. Das ist eines der dunkelsten Geheimnisse von Luke Ryland? Nein, aber so klingt es geheimnisvoller. Und ich glaube, das mit der Ente stimmt sogar. Wir haben ja einen im Inventar, bin ich der Meinung. Und die müssen wir ihn, glaube ich, hinhalten. Dann ergibt er sich oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Reden wir über was anderes. Wozu? Ganz wie es dir beliebt. So, ich wüsste gern mehr über Pegnus Pete. Das ist übrigens Pegnus. Eigentlich ist es doch Pegnus, oder? Ich wüsste gerne mehr über Pegnus Pete. Und was? Das hatten wir schon. Achso, das hat war. Reden das wir über was anderes. Wozu? Ganz wie es dir beliebt. So, ich wage kaum zu fragen. Ja. Ich wage kaum zu fragen, aber warum betreiben Sie einen Termitenzirkus? Nun, früher waren die Termiten mal Köder, weißt du. Aber die meisten Tiefseefischer bevorzugen Köder mit etwas mehr... Geruch? Fleisch. Egal, als die Köderverkäufer zurückgingen, habe ich meinen Termitenzirkus-Kunststücke beigebracht. Tja, so war das. Ich habe die Nummer sogar dem neu gegründeten Lucrats Unterhaltungskonsortium vorgeführt. Und? Läuft die Sache? Nicht wirklich. Ich muss den Großteil meiner Gewinne an den Präsidenten des Konsortiums abführen. Warum dieser Ball? Lucrats, ja. Hier stinkt es noch immer. Hier stinkt es noch immer. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran und beginnt den Gestank zu vermissen, wenn man weg ist. Deshalb bade ich nie, verstehst du? Auf diese Weise umweht mich immer der Duft von Fischgedärme. Ist ja rührend, um nicht zu sagen ekelhaft. Ja, sehr ekelig.
Das hatten wir schon. Warum sind die Köder da drüben gratis? Warum sind die Köder da drüben gratis? Tja, das Verfallsdatum ist fast abgelaufen. Ich muss sie loswerden, bevor sie verderben. Wie können Köder verderben? Ach, es ist immer dasselbe. Falsche Freunde, Rebellion gegen Autoritäten, Sittenverfall. Und ehe du dich versiehst, ist der Köder verdorben. Das klingt total logisch. Okay. Ich sehe mich nur ein wenig um. Ja, kein Problem. Aber wenn du etwas runterwirfst, musst du es kaufen. Okay, wir haben jetzt einen kostenlosen Köder. Und ich bin der Meinung, wir müssen irgendwann noch die Termiten haben. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal raus. So, das haben wir. So, Betrachter verrottete Fische. Das hatten wir schon. Gab es eigentlich auf der anderen Seite der Stadt auch noch was? Ich bin jetzt ja eigentlich so gezielt auf diese Seite hier gelaufen. Ich gehe nochmal hier runter. War hier noch was? Anscheinend ist hier tatsächlich noch was, ne? Oder waren wir hier schon? Können wir mit Carla nochmal reden? Hey Carla, was willst du? Otis ist im Knast, genau. Otis ist im Knast. Das sieht ihm ähnlich. Der Idiot gerät bei jedem Landgang in Schwierigkeiten. Warum bist du nicht an Land? Irgendjemand muss schließlich das Schiff bewachen, während es unser Mr. Superschlau-Käse wieder in Ordnung bringt. Ich meine, sie ist ja am Land, ne? Aber gut, ist ja egal. Nun, da du ja hier festsitzt, soll ich dir etwas aus der Stadt mitbringen? Was denn zum Beispiel? Ja, ich dachte, sie hat eine Idee. Schnuckeligen Prothesenladen, okay. Wir haben einen Köderladen entdeckt. Wie wäre es mit einem Wanderstab? Wie wäre es mit einem handgemachten Wanderstab? Es gibt hier einen Kerl, der die Dinger herstellt. Wanderstäbe sind etwas für Weichlinge, die das Gleichgewicht nicht halten können. Ich habe 5. Ja. Ich habe einen großartig sortierten Köderladen entdeckt. Ich hasse Fische. Sie ist so ein bisschen wie der Schlumpf, ne? Der eine. Ich hasse. Nun, am östlichen Rand des Marktplatzes gibt es einen wirklich schnuckligen Prothesenladen. Sehe ich aus, als würde ich eine Prothese brauchen? Ist das eine Fangfrage? Ich glaube, ich mache vorher noch einen Schaufensterbummel. Wie du meinst. Ist hier ein nasenloser Pirat vorbeigekommen? Ich dachte, du suchst nach den Anwälten deiner Frau. Ja, aber im Moment suche ich eben einen nasenlosen Piraten. So fängt es an, was? Wovon sprichst du? Es fängt alles ganz harmlos und lustig mit einem albernen, nasenlosen Piraten an. Dann spricht jemand einen unschuldigen kleinen Voodoo-Zauber aus, wie zum Beispiel Schutz vor Vampirfledermäusen. Und ehe du dich versiehst, taucht LeChuck mit seinen Heerscharen von untoten Spinnern auf und peng, sitzen wir alle wieder auf Monkey Island fest. Ich hätte auf Otis hören sollen. Willst du mir damit sagen, dass du keinen nasenlosen Piraten gesehen hast? Bingo. Das hättest du auch einfacher sagen können. Mach weiter, Carla. Bleibt mir was anderes übrig. Okay, also hier, das ist glaube ich die Ecke, wo wir überall rumgeguckt haben, ne? Das ist ja die Anwaltskanzlei. Ah ne, okay, das ist wieder die große Karte. Wenn wir jetzt da weitergehen, wo können wir dann hin? Da war was. Moment. Jetzt stehe ich hier. Ich war doch gerade eben. Nein! Da war ein Bild, wo ich vorher noch nicht war eben. Irgendwie bin ich doch. Da! Ah, guck mal! Was ist denn hier los? Verwende Uhr. Einfach mal draufdrücken. Finger weg! Wir stoppen damit unsere Zeit. Gut, dann sprechen wir mal mit dem dürren Schachspieler. Ja? Und, wer gewinnt? Schwer zu sagen. Anscheinend spielt Mr. Santiago eine Variante der Barbarino-Eröffnung. Wenn das so ist, müsste ihn mein Kaplan-Manöver aus dem Konzept bringen. Ah, ja, natürlich. Ich suche nach einem nasenlosen Piraten. Spielt er auch Schach? Ich weiß nicht. Dann ist er mir egal. Toll. Ja, genau. Hey, ein dreiköpfiger Affe! Klappt nicht, ne? Der will nicht wirklich reden. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Wollen wir alle mal spielen? Spielen, sprechen? Verzeihung. Ja. Und? Wer gewinnt?
Schwer zu sagen. Ich habe Senor Castanedas Dame mit meiner Montgolfier-Eröffnung in die Enge getrieben. Aber ich fürchte, dieser elende Halunke blockiert mich mit einer Estrada-Barrikade. Ja, ich verstehe. So. Ich suche nach einem nasenlosen Piraten. Ja. Spielt er auch Schach? Ich glaube nicht. Dann ist er mir egal. Schön. Eine Phalanx aufpolierter Trilobiten? Trilobiten? Was bitte? Was? Oh Gott. Eine Phalanx aufpolierter Trilobiten. Wo? Ups. Es war nur ein Wetterballon. Aha. Also man kann den irgendwie kurz ablenken. Ich weiß noch nicht, ob das bringt. Der Raptor ist genau hinter ihm. Psst. Nicht bewegen. Der Raptor ist genau hinter ihm. Wo? Okay. Tut mir leid, muss wohl eine Lichtspiegelung gewesen sein. Das muss ja einen Grund haben, oder? Gut. Mann, die Wanne ist voller Soße. Hä? Ihr Freund ist anscheinend sehr konzentriert. Ihr Freund ist anscheinend sehr konzentriert. Ist dir das auch schon aufgefallen? Senor Castaneda spielt außergewöhnlich diszipliniert. Sobald er sich in einer Aufgabe vertieft hat, kann ihn nichts und niemand ablenken. Außer? Ja? Tja, er ist scharf auf Brittany, die Bankmaus. Interessant. Ah, okay. Castaneda hat also eine Schwäche für die Kleine am Schalter, was? Oh ja, er trägt immer ein Bild von Brittany über dem Herzen. Aha. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Vielen Dank. Vielleicht können wir Brittany dazu bringen, dass sie mal hier runter geht. Und dann ist er abgelenkt. Also irgendwie dürfen wir die Uhr anwählen. Ich glaube, die müssen wir den irgendwie abluchsen. Aber jetzt geht's gerade noch nicht. Die beiden würden mir vermutlich die Hand abhacken. Wahrscheinlich. Okay, vielleicht können wir Brittany mal zum Strand runterschicken. Okay. Wir können hier immer noch weitergehen. Hier unten. Betrachte Schiffsersatzteilhändler. Das muss die Schiffswerkstatt sein, von der Mr. Käse gesprochen hat. Ja, geh mal rein da. Geht das? Ich kann aber nur betrachten. Ich kann nicht reingehen. Oder? Kann ich da reingehen? Das hebe ich nicht auf. Gut, dann gehen wir da halt nicht rein. Aber es ist so ungewohnt, dass man hier in dieser Mini-Ansicht hier rumlaufen kann. Was war das? Betrachte Penny? Hey, sieh mal, ein Glückspfennig. Ich dachte, der hat den Laden. Er ist am Boden festgeklebt. Der Penny ist am Boden festgeklebt. Haben wir irgendwas, um das zu lösen? Was haben wir eigentlich überhaupt so dabei? Das Taschentuch? Musikbox? Hühnerschmalz vielleicht? Ja, genau. Schon schmierig genug. Achso, das klappt so nicht. Gullideckel. Kunstleber. Achso, das ist aus dem Prothesenladen, ja. Den Köder mit dem. Mit dem wahrscheinlich eher weniger, ne? Würde mich umbringen, wenn ich die missbrauche. Gut, dann... Ja, mit der Ente. Vielleicht kann die mit dem Schnabel... Ja, das ist Adventure-Logik, ne? Versuchen wir es einfach mal. Geht es nicht? Warte mal. Ich wollte doch eigentlich die... Ja, wähle Ente. Mit Penny. Okay, man kann nur schnattern mit der Ente. Parfum bringt uns da, glaube ich, auch nichts. Den Brief. Tja, das war's auch schon wieder. Der Zerstäuber. Vielleicht, ja, aber hat ja auch wenig Sinn, den da zu benutzen, ne? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir denn noch? Kannst wieder einstecken, übrigens. Tja, ich weiß nicht. Sind wir jetzt hier durch? Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel nichts Neues. Also wir wissen, dass da ein Penny ist. Okay. Versuchen wir mal zu Brittany zu gehen. Wo steht denn jetzt eigentlich rum? Da ist ja die Bank. Wo war denn Brittany nochmal? Ach, da steht sie. Genau. Vielleicht können wir sie jetzt überreden, dass sie irgendwie zum Strand geht. Zum Strand? Zum Hafen, ne? Hafen ist das, kein Strand. Was erzähle ich denn da? So. Dab, 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 dab. Hi. Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen, glaube ich. Du solltest mit Brittany reden, nicht mit dem Brunnen. Einen wunderschönen guten Tag.
Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. So. Ah. Ich kenne jemanden, der ein Auge auf Sie geworfen hat. Oh, wer? Castaneda, ne? Genau. Dieser Castaneda, Sie wissen schon, der Schachspieler. Oh ja, den kenne ich. Der arme Santos, er ist so einfühlsam. Ein Macho, aber so sensibel. Aber der Idiot ist so sehr in dieses alberne Spiel mit seinem Kumpel vertieft. Er scheint mich gar nicht wahrzunehmen. Hey, möchten Sie wissen, was ich geträumt habe? Eines Tages, wenn ich reich und berühmt bin, schaut er für eine Sekunde von diesem Schachbrett auf und erkennt plötzlich, was er verpasst hat. Komisch, was? Ja gut, aber das hilft mir jetzt auch noch nicht weiter, ne? Na gut. Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denn, ne? Ja, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ich frage mich, ob es irgendwo noch einen Laden gibt, wo wir noch gar nicht drin waren. Da war ja der Köderladen, genau. Ich gehe nochmal eben runter. Oder kann ich da auch noch lang? Moment, da ist ja auch noch eine Richtung, ne? Kann ich da auch lang? Ja, kann ich. Kann ich nicht. Toll. Weil am Hafen ist ja noch Senior Käse. Der repariert ja unser Schiff. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Das können wir im nächsten Part nochmal angehen. Ich gehe schon mal hier runter. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Flagge, die wollte er nicht nehmen, genau. Zelt. Kann ich aber auch nicht reingehen. Okay. Na, da ist denn ja Käse. Ich versuche mal in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, der Pier ist hier zu Ende. Ah, okay, gut. Ja, dann reden wir im nächsten Part nochmal mit Mr. Käse und gucken dann mal, wo wir vielleicht noch weiterkommen können. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.